Huppi Fluppi. Also ich wollte mir irgendwas sagen jetzt, ja, wenn das Mikro an ist. Ich brauche ja immer das Huppi Fluppi. Ja, was soll man denn sonst sagen? Immer wieder das Test, Test, 2, 3, Test. Bringt ja nichts. Als ich noch im Theater gearbeitet habe, haben die Mikros getestet vorher. Mhm. Also wenn du dann vor kurzem im Saal warst und dann haben die mal Kerchak, 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 Kerchak. Weil so der Affe aus Tarzan hieß. Ach und so, die haben dann seinen und dann Jane, 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 Jane. Also die ganzen Leute, die Mikros getestet haben im Theater, waren Pokémon, ja? Nein. Pika, Pika. Ja, die Nein, also, ja, die das haben... hätte ich gemacht, aber ja? Ich hab die ja nicht... Pika, Pikachu. Wie macht Smetbo denn noch? Smetbo. Ja, man wird an der Qualität seiner Pokémon-Impressionen dann gemessen. Aber ich kann nur Pikachu und sonst nichts. Relaxo? Ultrigaria kennst du doch auch. Ja, was mal Schlurf. Schlurf? Ich weiß nicht, ich habe Ultrigaria nie in der Serie gesehen. Naja, meistens ist es ja einfach nur Ultrigaria. Also okay. die reden ja einfach ihre Namen. Sie hat eine tiefe Stimme. Ja. Oder, naja, stimmt. Pokémon sind ja geschlechterunabhängig. Ich mache mal ein bisschen Foto und Bild dazu. Willst du kein Bild dazu? Nein, die sind nicht geschlechterunabhängig. Kannst du gerne dazu machen. Sie haben ja keine. Doch. Haben sie? Natürlich, du kannst sie züchten. Ist Pikachu weiblich oder männlich? Ja, beides. Es geht beides. Das Pikachu, was Ash hat. Ja, das, keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich weiblich. Wahrscheinlich weiblich. Wir sagen mal... Das ist eine einzige Beziehung, ist wahrscheinlich. Guten Tag und herzlich willkommen jetzt auch offiziell. Es geht los. Machen wir ein bisschen Sound auf vom Ingame. Um was zu hören bekommen. Grandia 2 werden wir heute spielen. Katharina und ich. Ja. Das ist doch schön. Ja, wir hatten uns in den letzten Wochen ja immer wieder unterhalten, was wir... Den spielen wir. Gregor, was Mittag? Willst du denn mit Edeka bei mir? Ich weiß es nicht. Uso kaufen? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, kann mich jetzt nicht erinnern, im Chat wird gefragt, warst du mit der Kathi endlich mal beim Edeka? Aber bei Edeka gibt es gute Sachen, zum Beispiel Fischfrikadellen. Ist mir zu viel Fisch drin, muss ich sagen. Also ist ja kein Fisch. Ja, Frikadellen würde ich essen. Aber es gibt viele Sachen bei Edeka. Können wir ja Fisch von den Frikadellen trennen. Ich habe gestern was von Edeka gekauft, wo ich dachte, das ist vielleicht lecker, aber es war nicht so lecker. Was denn? Das waren so Hühnchenfleischspieße. So, wo so ein bisschen Paprika und Zwiebel schon dran war, so wie Souvlaki, griechisch, aber schon so Fleischspieße mit Hühnern, mit Huhn. Mit dem ganzen Huhn dran. Ja, aber ich hab's gegrillt und es war nicht so lecker gestern. Aber vielleicht bringen die Fischfrikadellen da ein bisschen mehr. Man weiß nicht. Gut, solltest du es einfach mal probieren. Wann gut hast und du das günstig? Letzte Mal Fisch gegessen? Nein, aus der Theke. Da habe ich das letzte Mal Fisch gegessen, als wir Sushi essen waren, da habe ich Fisch gegessen. Ja, aber ich meine jetzt auch so Fisch, der nicht Sushi ist. Ich glaube schon Ewigkeiten nicht mehr. Ist aber ist nicht ganz mein Style. Ich habe Fischstäbchen als Kind mal gegessen. Aber ich bin ja auch ein Mensch, der immer in einer Annahme lebt, der findet Sachen eklig. Und meistens dann probierst ist das du sie. Dann nicht so. Aber ich habe dann einfach meine Prinzipien. Ich bin da ein bisschen nicht abgehärtet in der Richtung, aber ich werde schon ein bisschen abgeschreckt dadurch, dass die griechische Küche auch sehr variabel sein kann. Und du irgendwelche Fischpasteten da hast oder so den Kopf eines Kalbes oder sowas wird mal aufgetischt. Ja, und du siehst, wenn die ganze Familie reinhaut und so, ich esse die Augen. Dann ist deine Familie so? In Griechenland. Dann finde ich die ein bisschen gruselig. Wobei, mein Papa würde da auch gut reinpassen. Das weißt ist du, auch immer weißt so, wenn das ist dann eine andere Generation kommt, die essen ein bisschen was anderes. Wenn dann die Ente kommt, dann sagt er mal, ich will den Pürzel. Und dann, wenn jemand den mal, also meine Stiefel mal würde den glaube ich, essen. Eigentlich lieber wegschmeißen. Und dann gibt's Ärger. Sagt er immer, ich wollte den Pürzel. Es sind andere Geschmäcker eben und dementsprechend traue ich mich nicht so viel zu probieren. Ja, okay, dann lass uns lieber Grandia spielen, weil die Geschichten sind ein bisschen eklig. Ja, dann machen wir das. Wenn ihr Grandia 2 nicht kennt, schon ein bisschen länger draußen. Ich glaube, Anfang 2000 kam es raus für den Dreamcast, da habe ich es damals gespielt. Du hast es PS2 oder PC oder was hast du es gespielt? Auf dem PC. Auf dem PC hast du gespielt. Ein sehr auf schönes. Auf dem allerersten Laptop. Auf dem allerersten Laptop. Mm, der war ganz alt und ganz schnell kaputt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht kaputt geht. Wir starten von vorne. So, wir müssen mal gucken. Wir müssen bei uns hier noch vernünftig den Sound und alles gleich anstellen. Also nicht grämen, dass ihr alles hört. Wir spielen die PC-Version, die vor kurzem rausgekommen ist. So, mal gucken, dass wir das vernünftig machen können. Wie hast du Grandia 2 damals empfunden, als du es gespielt hast zum ersten Mal? Das war ja wahrscheinlich ein Spiel, was man so in der Form nicht vorher gesehen hat, oder zumindest was du vorher in der Form nicht gespielt hast.
Nee, das war, glaube ich, sogar das erste dieser Art, das ich gespielt habe. Aber ich fand es halt richtig cool, weil bei mir sind, oder mir sind die Geschichten in Spielen immer total wichtig. Mhm. Das ist auch die Sache, weswegen ich Zelda halt so toll finde, weil du hast eine tolle Story drumherum. Halt vielfältige Aufgaben und am Ende gehst du da halt raus und denkst, boah, war das toll, weil du halt richtig in diese Welt eintauchen kannst. Das ist auch von bei Grandia 2 ganz schön, da werden wir ja gleich sehen, wenn das Spiel startet. Ziemlich gute Charaktere. Ja, auf jeden Fall. Und mir haben die Stimmen auch sehr gut gefallen. Also ich war in der Lage, Englisch zu verstehen, als ich das damals hatte. Und als wir gerade angemacht haben, habe ich mich auf jeden Fall schon wieder über die Synchronsprecher gefreut, weil die Synchronisation da auf Englisch finde ich echt sehr gut. Die ist auch sehr gut gelungen, ja. Das waren damals sehr viele Leute, die Metal Gear Solid, wer da die US-Version mal gesehen hat, das sind teilweise die gleichen Sprecher. Also Colonel Campbells und wie sie alle heißen, haben jetzt Tierrollen übernommen. Das war so bei vielen Leuten da, weil sie beide Spiele nacheinander gespielt haben. Da, ist aber ein bisschen weird. Ja. Jetzt ist der Colonel auf einmal ein komischer Vogel. Ja. Ja, wobei komisch ist er nicht. Ja gut, komisch cool. Ist er nicht. Was ich auch ein bisschen anders fand damals, war so Ryudo, ist ja der Hauptcharakter, ja. Den sehen wir gleich. Das war so ein bisschen so ein Arschbolzen. Wenn man das, warte mal, Spiel ist zu laut, dann machen wir das Spiel mal ein bisschen. Moment, ich habe das Spiel doch leise gemacht vorhin. Dann machen wir es nochmal ein bisschen mehr leise. So, ich hoffe mal, dass es jetzt vernünftig bei euch gleich ankommt. Ja, weil den vernünftigen Grad zu finden, ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit dem PC-Spiel. Genau, sag mal, wie ist jetzt? Ja, wir würden nämlich versuchen, so die Mischung hinzubekommen. Wir haben gerade schon ein bisschen probiert und hat es leider sich ein bisschen gedoppelt hier. Ja, genau, wir müssen also gucken, das dass ihr einigermaßen, dass wir was hören, dass ihr was hört und dass man uns hören kann. Aber gebt uns da einfach konkret Feedback und wir können das ja anpassen, nach und nach. Ja, sehr gut, das ist gut. Das ist gut, okay. Wo waren wir? Ryudo. Ja. War so ein bisschen nicht so typisch Friede, Freude, Eierkuchen, hell, sondern so, war so ein bisschen drauf. Komm ich morgen. Ja, der ist ja auch, wie hieß er? Ich glaube, ein Geohound war die offizielle Bezeichnung. Ja, das stimmt. So, also so eine Art Kopfgeldjäger, aber ein Kopfgeldjäger, den niemand mag. Ja, und wo man sich das auch eigentlich nicht vorstellen kann, weil ich habe mich als Kind damals schon mit dem identifiziert. Na, wobei Kind, also Jugendliche irgendwie. Du hast ja auch Final Fantasy 8, hattest du auch gespielt, oder? Ja, aber 9 ist mein Lieblingsteil. 9 ist dein Lieblingsteil, genau. Aber der 8 hatte ja auch so einen Hauptcharakter, der so ein bisschen drauf war. Ja, also ich mag das eigentlich, dieses bisschen Rotzige. Ich finde, das ist halt auch gerade da in der Konstellation mit den anderen passt das halt sehr gut. Guck mal, du klingst recht leise, aber du solltest ganz normal klingen eigentlich, weil du sprichst ja nicht leise. Nee. Ihr hört vielleicht nur leise. Ja. Ja. Ich bin nicht dafür bekannt, leise zu sein. Sperrt mal die Ohren ein klein wenig auf. Sonst sagen alle, ich schreie. Und guck mal, und da ist er, ja? Der alte Ryudo. Was wir jetzt machen werden ist bei solchen Sachen, ich übersetze normalerweise, ich versuche relativ live simultan zu übersetzen oder die Texte mal vorzulesen. Wir gucken mal, weil ich glaube, wir werden nicht so weit kommen, dass wir jeden einzelnen Text jetzt hier nochmal vorlesen und machen und tun. Nee, das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. So, lass uns mal kurz zuhören. Weil da ist der Ryudo, taucht auf und haut die Echsen kaputt. Die PC-Version hier gibt es für knapp 20 Euro, glaube ich, im Moment bei Steam zu holen, aber die gibt es ab und zu mal auch ein bisschen discounted. Also kann ich am ehesten empfehlen, wer keinen Dreamcast daheim hat, weil die anderen Versionen sind nicht so dolle, dass man es bei der hier spielen kann. Jetzt kommt die Szene, die wir gerade schon gesehen haben, glaube ich, ne? Das sieht gleich aus, als wenn, ja, wie Mario mit der Eule. wie heißt er noch? Aus Mario 64. Der Wumperkönig da? Boah, ich weiß gar nicht, wie der Name offiziell ist, aber ja, genau so. Den du letztens, wo du immer abgestürzt bist, letztes Mal. Wo wir es kurz ausprobiert haben, ja. Wumperwump oder so heißt der. Habe ich mir auch schon gedacht, der wird hier vom Vogel, weil Adler wollte ich schon sagen, aber Adler ist nicht ganz richtig da, oder? Wird dann mitgenommen, aber er kann ihn letzten Endes doch nicht tragen und fällt dann runter. Yeah. Ach, guck mal, und der Chat sagt auch, kostet gerade 10 Euro. Moment, sind ja gerade irgendwie Steam-Sales. Also 10 Euro kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Auch Black Friday-mäßig oder einfach nur so? Allgemein. Also im Rahmen des Black Friday haben die so Steam-Sales für die letzten paar Tage gemacht, aber jetzt nicht welche, die jeden Tag nochmal neu sind. Hast du was am Black Friday gekauft? Nee. Ich feiere auch kein Thanksgiving. Irgendwie ist es falsch, wenn ich am Black Friday dann Sachen kaufe. Findest du? Ja, es ist ein bisschen schwierig eben, ne? Wenn du... Black Friday ist ja für die Amis sozusagen, nachdem sie Thanksgiving schön gefeiert, gefressen, gefootball geguckt haben, Geld geschenkt haben und so weiter, dass sie schön am Tag danach, wo die meisten sich in so einen Brückentag nehmen und frei haben, da richtig viel Kohle weglatzen.
What a pompous fool. Und ich habe keinen Brückentag gehabt und auch nicht viel Kohle, die ich weglatzen kann. Ich auch nicht, aber ich habe trotzdem einen gekauft. Was hast du denn gekauft? Bei EMP habe ich einen gekauft. Oh, bei EMP hast du einen gekauft. Zum Beispiel, kannst du dir mal hier kurz zeigen, ne? Aber das ist nicht das, was Nein, du eingekauft hast. Nein, das habe ich aber nicht eingekauft. Ich habe was anderes eingekauft. Aber Socken mit Totenkopf. Die waren ganz bunt und das fand ich süß. Warte mal, die Totenköpfe oder die, der drumherum, die Socken? Naja, beide zusammen in Kombination. Naja, waren es weiße tote Köpfe oder waren es bunte Totenköpfe? Nein, bunte. Bunte. Mhm. Also wie du die in der Natur auch vorfindest, genau, ja? Genau, ganz bunt. Gelb, grün, blau. So wie in Mexiko. Nee, was habe ich noch gekauft? Spiele habe ich gekauft. Spiele hast du gekauft? Mhm. Download-Games oder? Nein. Bist du richtig rausgegangen, hast gesagt, hier Black Friday? Nein, bei Otto.de. Bei Otto.de. Ich habe das letzte Mal... Als ich bei Otto gekauft habe, glaube ich, noch in den Markt bezahlt. Also. Nee, ich nicht. Aber ich habe von denen dann 10-Euro-Gutschein bekommen, habe ich gedacht, die musst du investieren. Nicht, dass das Jahr vorbeigeht und du hast den nicht eingelöst. Ich jetzt Was hast du denn geholt? Naja, Until Dawn habe ich geholt. Oh, das ist gut. Da hast du gesagt, du leist mir das, aber ich wollte es lieber selber haben. Und Little Big Planet 3 habe ich geholt. Das ist auch ein schönes Spiel. Das habe ich nämlich noch nie gespielt, aber es sah süß aus. Und Last of Us Remastered. Okay, das ist. Weil wir haben das zwar für die PS3, aber das können wir auf der PS4 nicht mehr spielen. Und dann habe ich gedacht. Ja, also sollte man auf jeden Fall auf der PS4 auch eher zocken als da. Also, Ryudo haben wir gerade gesehen. Ganz Indiana Jones-artig. Hatte seinen Auftrag erledigt. Hat dann von den Auftraggebern. Hier ist es Geld. Bäh. Ne? Wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, weil sie ihn nicht mögen. Aber jetzt hat er einen neuen Auftrag an den Baum gebunden bekommen. Dass er nämlich für die Kirche arbeiten soll. Für die Kirche von Granas. So, willst du oder soll ich? Sonst können wir auch gerne. Ja. Also, wir können mit dem linken Stick ganz normal Ryudo hier lenken. Mit L und R können wir die Kamera drehen. Und ich kann mal kurz gucken. Kann ich im Menü schon Zeug viel einstellen? Ich glaube noch nicht so richtig sehr. Mir gefiel der Kompass hier immer sehr gut, weil der immer exakt gezeigt hat, wo du hin musst. Ja. Je kleiner der grüne Kreis wird, oben rechts. Umso näher dran bist du an dein Ziel. Oh, und das waren die Safe-Hütchen. Genau. So. Safe Game. Wir überspeichern mal. Checking Safe Games. So. Nicht wundern, die Spielstände sind noch. Die sind alte Dreamcast-Spielstände, die man hier auch benutzen kann. Habe ich testweise mal rüber kopiert. Deshalb sind sie momentan da auch drauf vorhanden. Bananen in. Ja. Ist Otto nicht bankrott? Jetzt ja, nicht mehr, jetzt habe ich jetzt, da jetzt hast, jetzt hast du da ordentlich Geld reingepackt. So Blizzard Charm, ich glaube, das kann ich ausrüsten, wenn ich mich nicht irre. Banane. Blizzard Charm, guck mal. Aber das bringt Level 5 Blizzard Resistance, aber ich habe schon eins, was plus 4 Defense gibt. Ich glaube, das tausche ich nicht erstmal. So, wir gehen mal runter. Wir haben das Spiel hier auch ausgewählt, weil wir beide es damals gespielt haben, gern gespielt haben und vor allem, weil es auch nicht ultra lang ist. Ja, und weil es halt auch eine echt tolle Story hat. Also auch so zum Zugucken ist das halt wirklich mal interessant. Genau, das kann man mal machen. Und einer meiner Lieblingsteile ist hier das Kampfsystem gewesen. Ich glaube, für mich auch noch eins der besten im Moment. Man sieht die... Okay, ich glaube, ich sollte jetzt hier mal blocken. Man sieht die Leiste da unten, ne? Mhm. Wo du die Gesichter von den Gegnern und von dir siehst. Und man hat bis zu der Com-Leiste, je nachdem, was man da kommt, kann man dann seinen Befehl angeben. Und danach Act ist das der Zeitraum, den man noch hat, die Aktion auszuführen. Hier kann ich zum Beispiel absehen. Ich kann jetzt nichts machen, bevor die Spinne nicht dran ist, was zu tun. Deshalb mache ich auf Defend. Defend geht nämlich schneller. Und schon habe ich zumindest ein bisschen bessere Abwehr. Hm. Jetzt aber... Bin ich auf Command und die Spinne ist da ganz hinten. Ich kann mir also einen Critical Attack mal genehmigen. Die Stärke reinhaut als die normale. Das dauert ein bisschen länger von Com bis auf Act, aber da die Spinne noch so weit hinten ist, sollte das vielleicht reichen. Child of Light hat doch auch das System. Genau, Child of Light hat es eigentlich direkt 1:1 übernommen. Genau. Aus Grandia. So, ich würde jetzt, glaube ich, einmal normal reinhauen. So viel hat die nämlich nicht mehr. Das reicht auch. Zackedi zack. You better practice if you want to beat me. So, 8 Experience. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, ein gutes Spiel, wo man auch gut zugucken kann. Die Story war auch ziemlich cool. Also ich habe immer sehr aufmerksam gespielt. Sehr viele neue Sachen. Scheiße, noch eine Spinne.
Ja, ich würde sagen, wir kommentieren auch zwischendrin ein bisschen, weil einen lustigen Fact habe ich auf jeden Fall, aber da würde ich jetzt ein bisschen spoilern, deswegen warten wir. Dann warten wir. Aber ja, wir werden einfach mal ein bisschen das Spiel spielen, ein bisschen drumherum labern, so wie sich's gehört, so Critical. Soll es reichen? Ah, nein. Aha, guck mal, jetzt habe ich's. Nee. Ich habe zu lang gebraucht für das Critical. Ach Mist, oh Mann. Ich war kurz beim Durchziehen mit dem Critical und dadurch, dass die Spinne aber schneller gewesen ist, hat sie mich mitten in der Bewegung aufgehalten und hat meinen Angriff gecancelt. Das gibt's ja. Das heißt also, ich muss sie wieder von vorne machen und bekomme einen Move weniger. Aber hab sie jetzt weggezimmert. You better practice if you wanna beat me. Bestimmt wieder ein Blümchen. Oh, gar nichts. Gar nichts, aber immerhin etwas. Das ist doch gut. So, hier entlang. Wird es von euch nur durchgespielt oder angespielt? Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Also wir werden es heute nicht durchspielen. So ist es nicht, aber ja, wenn wir die Gelegenheiten haben und mal sonntags... Heute nicht. Ja, heute nicht. Und dann dazu kommen, es zu zocken, dann werden wir es auf jeden Fall weiterspielen. Und da ist es ja. Der Auftrag. Tja, Tessa verabschiedet sich, würde gerne mitkommen mit Elena. Aber... Man sieht schon, das sind Priesterinnen, glaube ich, hier, ne? Oder sind es Nonnen? Kann man Nonnen sagen? Nee, ich glaube, ich bin gerade nicht sicher. Oder ist nur Elena die Priesterin, die da gerade hingeführt wird? Ja, wir werden es hier gleich hören. Also die anderen gehören auch zur Schwesternschaft dazu. Tessa und Ismene. Genau, und sie verabschieden sich gerade von Elena. Und wir natürlich gucken hier nur zu. So. Don't worry. Ah, und guck mal, und hier, wir hören es hier schon. Sie haben einen Bodyguard angeheuert, der sie sicher begleiten soll. Hier fragt jemand, ich habe keinen Dreamcast, will das Spiel aber im Regal haben. Soll ich es kaufen? Ja, ist irgendwie eine komische Frage, weil die kann man sich ja selbst beantworten. Wenn du es nur im Regal haben willst und die Konsole nicht dazu hast, musst du wissen, ob du es im Regal haben willst oder nicht. Genau. Wenn du spielen willst und keinen Dreamcast hast, dann PC-Version eben. Und die Dorfbewohner bedanken sich auch brav bei den Priesterinnen. So. Ich glaube, Thais ist Kollekte oder so, ne? Dass sie rumgehen und dann Spenden sammeln. Ah, das kann sein. Ja. Was machen sie? Sie stürmen dir an die Tür und hauen dir schön die Charity raus. Ach guck mal, sie gehen gerade zu einem Tower außerhalb des Dorfes, um da böse Geister zu entspuken. Wie nennt man das? Auszutreiben. Auszutreiben ist das richtige Wort. Entspuken ist auch gut. Entspuken ist auch okay. Ja, solange Tag ist, ist alles okay, aber wenn die Sonne untergeht, dann kommen hier Monster und deshalb ist es wichtig, dass alles mal ab und zu entspukt wird. Ach, Songstress. Und wir sagen, sie ist die Songstress of Granas. Granas ist der Gott, glaube ich, oder die Kirche, ne? Die Kirche von Granas. Und sie... Ich habe fast das Bier umgezimmert. Oh. Das wäre... Exorzieren, ja. Okay, Leute. Pff. Ich habe jetzt hier nicht gerade den Duden auf duden.de. Den Chat. Soll ich den Chat Duden aufmachen? Ja, der Chat ist schon der Duden. Das ist praktischer. Ja, der googelt hier für einen dann alles. Aber nein, sie kann gut singen und das hilft anscheinend, ne? Weiter Verweis, don't venture about night, geh nicht in der Nacht raus. Sie braucht einen Bodyguard. Werden wir, glaube ich, dann gleich rausfinden, was es damit auf sich hat. So, wir können uns jetzt hier umschauen, im Dorf. Gehen wir mal kurz ins Inn. Das ist gerade so ein schönes Wiederkommen-Gefühl. Ja, du denkst, ach, das war so. Ja, oh, damals war das so und so. Ja, was ich hier auch immer ganz cool fand, das können wir, ich glaube, ich gehe mal auf Recover. Das kostet das was oder kostet das nichts? Okay, hat er eh schon gemacht, aber es gibt die Gelegenheit hier am Tisch, wenn du dann eine Party hast, dass ihr dann esst zusammen. Da gab es immer so Abend- und Mittagessen, na, wo sie sich dann unterhalten haben. Ja, wo du jeden Einzelnen ansprechen konntest. Genau, auch, ne? Das fand ich immer sehr cool. Das hat mir auch beim ersten Grandia schon Spaß gemacht. So, hier kann man noch nicht so viel anstellen. Aber da, eigentlich muss ich ins Inn, guck mal, siehst du? Der Pfeil zeigt, dass ich ins Inn rein muss. Und da sind wir wieder. Ja, aber was muss ich hier im Inn machen? Recover, rest now. Recover haben wir gemacht. May you be blessed. Dukabo Village. Hm. Okay, dann gehe ich mal raus. Dann gucke ich mich erstmal im Dorf ein klein wenig um. Wahrscheinlich müssen wir dann nachher da rein.
Bist du ein Geohound? Ja, das bin ich. Was, wenn ich's bin? Geohounds sind ganz blöse. Sie trinken das Blut der Monster, die sie schlachten, oder? Nein, wir baden im Blut der Monster, die wir umbringen. Genau sowas, ne? So eine Attitüde, die hast du nicht häufig gehabt. Bei den Leuten. Bist du mit der alten Oma hier? Ach, das ist eine alte Oma. Okay. Oh, ah. da kann sie uns natürlich ein bisschen was erzählen. Velmas Moon ist auch hier ganz wichtig. Velma ist, glaube ich, der Teufel in der Religion. Mhm. Während Granas Gott ist, ist Velma der Teufel. Zwei Monde im Himmel, der zweite ist falsch. Und der falsche Mond, der bringt Dunkelheit. Und dann wird das Ungeheuer auftauchen und Dunkelheit wird über alle regieren. Also wir müssen da aufpassen, wenn der Mond da ist, dann kommt Velma und dann ist alles am Arsch. Der hat auch den in Majora's Mask bestimmt gemacht. Ne? Ein bisschen, ja. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Mond von Velma. Ja. Cabo House 3. Okay, Geohound. Ich hatte auch solche Augen wie du. Ach. Ach. Das ist schön. The Old Bat. Let me tell you a tale. Flim Jim Phoenix. Ach, das ist wahrscheinlich der Indiana Jones, mit dem wir gerade hier reden, des Dorfes. So, wo können wir denn hier überall hin? Ich glaube, Ryudo wohnt auch gar nicht in dem Dorf hier, sondern... Ach, wir gehen mal zur Kirche mal hier kurz hin. Gibt zwar keine Messe gerade im Moment, aber wir gucken mal, was hier Phase ist. Guck mal, auch die Kirche, das größte Gebäude hier in der Stadt. Fast schon logisch. Ach, ein Song? Vielleicht ist es von dieser Songstress, dann hören wir mal zu. Können wir es hören überhaupt? Ah. Okay. Oh, es ist ruhig geworden, es Mensch. Es ist beruhigend. Gehen wir mal kurz rein, dann werden wir es wahrscheinlich ein bisschen besser hören gleich. Für die damalige Zeit auch sehr beeindruckende Grafik. Heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz, aber es hat sich schon gelohnt, dass man damals auf dem Dreamcast das gespielt hat. Don't mind me. Continue. Were you listening to my singing? Come on, if you're that tense, you won't be able to perform at all. Who are you? I haven't seen you around. What are you doing here? Whoa now. What am I doing here? You're the one who hired me. I hired you? I do not remember anything of the sort. You look awfully suspicious. Leave right now, or I'll scream. Are you for real? Oh, wait a sec. I bet no one told you. Elena, is something the matter? Dieser Verrückte ist hier. Ah, you must be the Geohound, yes? We've been waiting for you. A Geohound? Hey. Guck mal, verschreckt ihr auch alle gleich sind, ne? Quite a warm welcome for someone you're hiring. What? Why are you being so rude? Elena, please excuse her. Allow me to apologize on her behalf. Elena, you must get ready to leave. Yes, Father. I'm very sorry for interfering. Please excuse me. Mit diesen Strümpfen auf dem Kopf, ne? Sieht schon süß aus. Ja, sind das Strümpfe oder ist es... Das sind... Dafür habe ich die Totenkopfstrümpfe bei ihm gemacht. Ja, für sowas, du müsstest wahrscheinlich auch dann so Zöpfe binden und die dann von Strümpfen dann umwickeln lassen. Ja, das wäre sicher schön. May I ask you to wait at the inn? Grandia 5 fand ich damals am besten. Es gibt keinen Grandia 5, Leute. Lügt mal hier nicht rum. Ja, wir haben irgendwie nicht ganz so einen guten Start mit Elena gerade hier hingelegt. Ein bisschen Angst vor uns. Aber wir sind auch unser typisches, nicht gerade freundliches Selbst. Ja. Gehen wir da hin? Nein, ich glaube, wir sollen mal. Please be patient. I don't care what you have to explain. Mache schnell. Okay, dann warte bitte im Inn. Und dann erklären wir alles. Aber die ist auch ein bisschen so, Sky ist so die Stimme der Vernunft, so leichte Zellen, ja. Ne? Dass man sagt, sei doch nicht mal so ein Arsch hier. Der Jimmy die Grille. Ja. Das Ryudo. Das stimmt.
So, dann gehen wir rüber. Oh, jetzt bin ich nicht ins Inn gelaufen, sondern in ein Haus. Vielleicht schenkt er dir was. Der Typ, der im Haus ist? Ja. Wollen wir mal gucken, was hier im Haus... Warte mal. Schön bei Pokémon sollte man auch immer erstmal alles checken. So, was hast du denn... Alter, schau dir mal den Hut an. Übrigens, das fand ich auch ganz gut. Man kann hier... Ja, man kann tatsächlich in den Häusern hier Zeug machen. Guck mal, hier. Schau dir dieses Buch an. Ja, das Geheimnis einer langen und leidenschaftlichen Heirat. Und er ist total begeistert davon? Ehe. Jede Beziehung braucht Stimulation und ein dumpfes Leben wird auch deine Beziehung dumpf machen. Ab und zu mal braucht ein Paar die feurige Würze der Liebe. Oh, for heaven's sake. Genau, du konntest also... Okay, das hatten wir schon gelesen. Ja, genau. Du konntest Sachen hier zusätzlich angucken oder hier zum... Hier, ich habe den Stuhl gerade umgekickt, ich habe das hier umgelegt. Kriegst du sowieso? So, und bist du ein Auto oder was, ja? Wir haben leider keine so gute Ernte gehabt. Ich wundere, wenn es anderswo besser ist. Aber ja, Ryudo hat auch mitbekommen, dass es anderswo auch nicht gut ist mit der Ernte gerade. Guck mal, aber dafür, dass du so komische Bücher hier schreibt oder liest, ich weiß nicht, ob die tatsächlich sogar schreibt, ne? Schau dir die Mütze an. Sieht ein bisschen so aus. Keine Frau daheim. Ja, das stimmt. Also, vielleicht übt er noch. Theorie. So, Cabo-Haus, da war die alte Oma. Dann gehen wir jetzt mal zum Inn rüber. Aber ich finde, es ist trotzdem ein Spiel, das man heute noch gut spielen kann. Also ja, absolut. Ich glaube, selbst wenn ich das jetzt so das erste Mal sehen würde, wäre es nicht so, dass ich sagen müsste, ich kann es so einfach nicht spielen. Man ist ja doch ein bisschen verwöhnt. Man ist ein klein wenig verwöhnt, aber es ist immer noch gut genug und wir haben es vorhin schon drüber unterhalten. Ja, mal jetzt hier kurz warten. Die Porträts sind eben sehr cool, die noch dazu auftauchen, dafür, dass die Grafik im Spiel mittlerweile ein bisschen simpler ist. Die haben keinen Mund, also keine Gesichtsdefinition irgendwie und reden da nicht, aber dafür guckst du eh auf die Porträts dann. Ja. Gut, dann warten wir hier mal auf den Priester. Und gucken mal, was passiert. Ryudo ist mit Abstand der Beste dieser Gruppe, ja, eindeutig. Ich glaube, da wartet ein Geohound auf mich. Und guck mal, selbst der Typ vom Inn sagt, ja, was will denn ein Priester mit so einem Typ wie den da? Die kennen uns nicht mal persönlich, aber nur, weil wir ein Geohound sind. Also eigentlich total die ausgestoßenen Söldner. Ja, ich weiß, also es ist ein bisschen merkwürdig. Also wenn du so in einer Welt bist, wo es Söldner gibt, ja, die jetzt so spezielle Aufgaben erledigen müssen, eigentlich müssen die, auch wenn sie das gegen Geld machen, ja trotzdem gefeierte Leute sein. Ja, weil sie eben alle davon befreien. Ja, aber jetzt ist... Ich finde es zwar toll, dass ihr uns dann aushilft und uns hier von den Monstern befreit, aber ihr könnt es mal ein bisschen netter machen, deshalb hassen wir alle Geohounds. Vielleicht ist es das. So, Priester. Ich entschuldige mich für vorhin. Du bist doch Ryudo. Sorry, dass ich dich habe warten lassen. Kommen Sie mal, Priester. Wir setzen uns mal kurz hin. Was will denn so ein nobler Priester wie du mit einem Geohound wie mir? Und ich verfall schon leicht in Dialekt, merke ich gerade. Was willst du hier? Ja. Das ist auch sehr gut, ja. Ich habe doch im Brief geschrieben, was ich meine. Du kannst doch lesen. Du hast doch den Brief gelesen? Ja. Kommen Sie schon, Vater. Ja? Siezen würde ja auch immerhin im Deutsch. Ja? Ja. Für den Priester haben Sie erschreckend wenig Glauben. Also, Sie brauchen Bodyguards. Da ist ein Turm außerhalb der Stadt, der Gamia Tower. Da gibt es eine Zeremonie heute Nacht unter dem Licht des Vollmonds. Zeremonie. Unter dem Licht des bösen Mondes. Vielleicht ist der gute Mond. Du weißt es ja nicht. Ja, aber es gibt auch den falschen Mond. Das stimmt, ja. Wermes Mond. Haben wir ja von der Oma gehört. Genau. Ich vertraue der Oma. Er will, dass wir eine seiner Schwestern dahin nehmen und wenn die Zeremonie vorüber ist, dass wir wieder zurückkommen. Guck mal, Ryudo gleich, ich kaufe sie nicht ab. Ja, die Kirche hat noch nie jemanden gesucht, ja, für einen Job, der eigentlich für einen Chorjungen ist, aber nicht für einen hier mordlustigen Geohound. Nicht alle sind gegen dich. Ja, du brauchst nicht immer in Schmerzen und Angst unterwegs sein. All dein Ärger kann mit Gebeten aufgelöst werden. Oh. Ja, guck mal. Na, dann bete mal deine Schwester rüber zum Turm. Der ist schon recht, wirklich, ein bisschen abweisend. Aber ich finde auch,
Du musst ja nicht unbedingt jetzt missionieren. Oh, und da haben wir den richtigen Grund. Den Sack voll Geld? Ja, ja, mache ich ja. Okay. So, die Schwester, die du beschützen sollst, die sie beschützen sollen, wartet in der Kirche. Kommen Sie bitte vorbei. Ich habe noch nie einen Auftrag verhauen. Dann gehen wir mal rüber. Oder gucken noch mal in einem anderen Haus von jemandem. So, let's go. Ah, okay, schreibt gerade einer, er hat es damals auf dem PC gespielt und es gab zwar ein paar Bugs und spontane Abstürze. An einen spontanen Absturz kann ich mich auch erinnern. Mhm. Da war ich dann sehr bestürzt. Mhm. War es, nachdem du lange nicht mehr gespeichert hast? Es passiert, also wenn das Ding ist, ich denke, ich habe immer Vertrauen in die Konsolen oder ja. Geräte und auf einmal stürzt es dann ab. Dann ärgere ich mich 2 Stunden und dann fange ich nochmal an und mache das halt nochmal. Und dann speichere ich aber auch wirklich so alle 10 Minuten und das nervt mich dann schon selber. Bis du dann aufgehört hast, irgendwann alle 10 Minuten zu speichern und dann umso trauriger bist, wenn du dann wieder einen Absturz bekommst, nachdem du nicht mehr so oft. Ja, aber es ist tatsächlich nur einmal. Bei Witcher hat mich das ja mehr geärgert. Witcher ist bei mir ja 3 oder 4 Mal wirklich komplett abgestürzt, ohne dass die PlayStation überhaupt irgendeinen Grund dazu hatte, dass das passiert. Mhm. Da habe ich mich tot geärgert. Also wirklich, halb tot. Solange es nicht zu viel dann ist. Guck mal, die Oma, die in dem Haus wohnt, hat gerade gesagt, die Mädels sind unterwegs zu einem Exorzismus. Ja, siehst du? Wieso erfahren wir das nicht von dem Priester hier? Ja, hier ist ein Sack Geld. Dann bringen wir das Mädel zu einer Zeremonie. Aber dass es ein Exorzismus ist, ist ja auch ein bisschen weird. Also Vater, ich soll die hier mitnehmen? Dann komm mit mir, Prinzessin. Vater, warum bin ich denn hier die Einzige mit dem Geohound? Wie im echten Leben. Gregor sagt nein und EMP liegt ein Goldgeld hin. Ja, genau. Ja, so läuft das. So läuft das. Ich wehre mich absolut, Grandia 2 zu spielen. Ja, deine Rolle ist ja wirklich... Guck mal, sie ist wirklich auch die Einzige, die einen Bodyguard bekommt. Wahrscheinlich, weil die anderen alle austauschbar sind. Ja, sie muss ja das Böse wegsingen. Ich hoffe, sie kann sich an den Text erinnern, ne? Ich hoffe, sie kann singen. Nein, wir haben es ja gehört, Max. Das war schon ganz okay, auch wenn sie eine Note verhauen hat. Guck mal, und sie will gar nicht mit diesem Schwein gehen. Bei diesem ungehobelten Schwein. Elena, deine Rolle ist sehr wichtig. Ohne dich könnten wir die Zeremonie nicht abhalten, deshalb hast du einen Bodyguard. Ja, sie kann natürlich nichts dafür, aber auf ihrer Schwesternschule oder sowas, guck mal, da kommt wieder die mit dem Bodyguard unterwegs ist, ne? Ja. Die müsste da getriezt werden. Ja, sowieso schon, weil sie die Auserwählte ist, ne? Genau. Abstürze kann übrigens, ja, einige Leute schreiben das noch weiterhin, die alte PC-Version, das ist nicht die es jetzt zum Download bei Steam gibt, die es bereits vor vielen Jahren gab, weil die war wirklich nicht besonders gut, die ist häufig abgestürzt, die Grafik hat nicht vernünftig ausgeschaut und die hier wurde nochmal komplett neu gemacht, von der Dreamcast-Fassung nochmal übersetzt, also es ist quasi wie ein neues Spiel. Mhm. Wo sie auch sehr konsequent dran gab. Denn das Einzige, was sie nicht reingetan haben, war ein 16:9 Bildausschnitt. Weil die in den Kämpfen gibt es so ein paar Special Moves, die als Videosequenz drüber gelegt sind, über das Video. Und die liegen leider nur im 4:3 vor. Okay. Also haben sie es dann nicht gemacht. Aber daran soll es nicht scheitern. Also Elena ist jetzt mit dabei. Das gefällt mir auch. Das machen sie auch nicht mehr so häufig, ne? Dass die ganze Party in so einer Polonaise mit ihr mitläuft. Das gab es bei Pokémon Kolosseum. Ja, da laufen deine Pokémon hinterher. Nein. Du bist so ein richtig cooler Typ und denkst, das kann nicht besser werden. Und dann triffst du so ein dusseliges Mädchen und musst die ganze Zeit mitnehmen. Und ich habe gedacht, oh Mann, ich will nur der coole Typ sein. Kann ich das Mädchen nicht zu Hause lassen? Aber die brauchtest du halt, damit die bösen Pokémon erkennt, die du dir schnappen kannst. Ja, nee, wenn sie sowas machen, das ist cool. Ja, je nachdem, ob man die Charaktere ab kann oder nicht. Aber dass sie schön in so einer Polonaise-Reihe mitlaufen, das machst du heute ja nicht mehr. Gab es nicht mal für Monster Rancher oder so eins? Monster Rancher? So eins gab es auf der PS1, glaube ich. Und für ein Gameboy, weil meine Cousine hatte das. Und ich wollte es immer unbedingt spielen. Mhm. Weil da konntest du halt auch rumlaufen und hattest dann die verschiedenen Monster, die hinter dir herliefen, eben wie so ein Pokémon-Team, aber du musstest sie eben auswechseln. Also du konntest die nicht wie bei Pokémon in eine Box stecken und die dann nachher aussuchen, mit wem du spielen willst, sondern die musstest du immer direkt austauschen. Das hätte ich auch ziemlich cool gefunden. War das jetzt hier richtig Black Forest? Warte mal, ich bin jetzt wieder aus der Stadt rausgelaufen, aber ich gucke nochmal auf den Kompass.